Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und willkommen zum Weihnachtsspezial hier auf diesem Kanal mit Landwirtschaftssimulator 22 und der Map Elm Creek. Ho, ho, ho. So, wie im letzten Video schon gesagt, werde ich mich darum kümmern, dass Autodrive richtig funktioniert. Das habe ich auch getan. Ich habe die eine Map rausgenommen, habe auch schon das Straßennetz angelegt soweit, oder besser gesagt Zielpunkte eingefahren. Shop zum Beispiel oder Wasser holen, BGA. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Ja, dazu fahren wir jetzt einmal, wollte ich euch ja auch erklären, wie das geht, ganz einfach. Wie gesagt, hier habe ich jetzt schon alles eingefahren, habe mir auch einen Truck geholt, um es auszuprobieren. Der ist vom Wendekreis grenzwertig, deswegen habe ich ihn auch da besorgt dafür. Und wir fahren jetzt einfach mal zum Hof, beziehungsweise zur Hofeinfahrt. Halt, hier sehe ich gerade noch einen Fehler. Da ist irgendwas noch nicht richtig. Da sind mehrere Punkte und die Einfahrt ist auch noch nicht verbunden. So, haben wir jetzt verbunden. Wie ihr seht, jetzt kann ich auch ganz normal die Wegpunkte bewegen, ohne dass mir irgendwie die Maus verschwindet. Lag, wie gesagt, auch an der anderen Mod. So, ihr seht in der Mitte von den LKW so eine rote Linie. Da, wo die beginnt, über den LKW, sagt Autodrive, ist die Fahrzeugmitte und von dort aus greift er auch die Wegpunkte ab. Wir werden jetzt einmal eine Nebenstrecke erstellen. Verbinden die an den Anfang gleich und fahren um die Ecke. Also in die Einfahrt im Prinzip dann rein. So, der erste Punkt und beenden wieder die Aufzeichnung. Fahren ein Stück vor und halten jetzt die Shift-Taste, die linke, und klicken die rechte Maustaste für Nebenstrecke beidseits. Im Prinzip, dass dann eine einspurige Straße gemacht wird. Und fahren einfach mit den LKW den Weg ab. So. Im Prinzip. Und hier vor dem vor der Halle sage ich jetzt einfach an diesem Punkt. Ihr seht, wie gesagt, hier ist die Fahrzeugmitte. Den Punkt hat er gewählt als nächstgelegenen. Und da sage ich jetzt, nicht mit der rechten, linken Maustaste draufklicken. Rechte Maustaste auf dieses Symbol. Damit wird ein neuer Zielpunkt erstellt. Und das ist der Hof. Damit ist der Hof auch im System hinterlegt. Da hinten die Punkte, die sind noch falsch. Dann, ja, ich hätte vorher die Fahrzeuge mal aufräumen sollen. Ist natürlich jetzt für die Wegerstellung ein bisschen
suboptimal, aber läuft. So. Wir können jetzt auch noch hier um die Ecke fahren. Bräuchten wir normalerweise nicht. Weil mit der Alt-Taste, beziehungsweise mit der Steuerungstaste, mit der linken, kann man auch Wegpunkte erstellen. Wir setzen an den Wegpunkt an, zu den nächstgelegenen und auch das gleiche wieder zurück. Damit haben wir im Prinzip das gleiche, wie er jetzt gemacht hat im Autodrive, auch wieder händig erstellt. Machen die Aufzeichnung aus. Damit haben wir eine Einfahrt und eine Ausfahrt vom Hof. So, jetzt fahren wir einmal im Kreis. Ihr müsst schauen, bei manchen Fahrzeugen bzw. Geländearten kann es passieren, wenn ihr die Kollision anhabt, dass er eine erkennt. Einfach daraus bedingt, dass Autodrive standardmäßig bei 1,25 m übererdig schaut, ob Gegenstände sind, und erkennt auch die Erde dann als Kollision, obwohl es keine Kollision wäre, aber er erkennt es halt. Hier machen wir wieder das gleiche, gleich verbinden. Ich mache das immer schön gerne mit LKWs, weil die halt doch mit einem Sattelanhänger schwieriger zum Bewegen sind. Und dann fahre ich einfach über meinen Hof, um erstmal ein Straßennetz rudimentär zu erstellen. Die werde ich jetzt mit der gedrückten Alt-Taste und rechte Maustaste einfach anklicken. Dann sind die weg. Nebenstrecken haben den Vorteil, dass die wirklich nur benutzt werden, wenn man die benutzen muss. Also, wenn ihr zum Beispiel auf eine Hauptstrecke habt, ist es so, dass Autodrive die immer fährt. Bei Nebenstrecken, ja, ganz einfach gesagt, ihr wollt von Punkt A nach Punkt B liegen fahren. In der Mitte ist der Hof. Wollt aber nicht, dass die Fahrzeuge da drüber fahren. Immer wieder. Dann macht ihr das als Nebenstrecke. Eine Nebenstrecke erkennt Autodrive automatisch, ich glaube, 20-fach länger als eine Hauptstrecke ist. So, jetzt einmal hier. Das sind jetzt Hauptstrecken. Die werde ich auch nochmal löschen. So erkennt das Autodrive gleich, dass es eine Nebenstrecke ist. Könnte man natürlich jetzt auch... Das macht er, will er gerade nicht. Wie gesagt, es ist noch eine Beta. Beziehungsweise... Ja, die Version 2.0. Die 1.0 war LS19. Und die 2.0 ist dementsprechend einfach der 22er. Dann machen wir jetzt hier auch wieder rechte Maustaste. Damit hat es Autodrive erkannt. Oder weiß, dass es eine einspurige Nebenstrecke sein soll. Und fahren jetzt einfach hier lang, verbinden die zwei Punkte wieder miteinander und fertig ist die nächste Straße. Das Schöne ist, das werden wir jetzt auch mal machen, um zu testen, ob es funktioniert. Testen zwischendurch immer mal wieder, einfach. Ja, wie gesagt, um zu schauen, ob es wirklich richtig funktioniert. Dazu sagen wir jetzt einfach mal
Autodrive soll von hier zum Shop fahren. Um zu schauen, ob irgendwo eine Kollision entsteht. Aber er macht es richtig schön. Während er den Test macht, sollte irgendwas sein, können wir eingreifen, werden wir uns darum kümmern, den Hof mal ein bisschen aufzuräumen. Damit für weitere Strecken einfahren. Gerade hier an der Halle, wenn man dann rückwärts einparken sagt, ist es besser, wenn der Hof aufgeräumt ist und wir Platz haben. Mit Rückwärtsfahren ist immer so eine Sache bei Autodrive. Macht er definitiv. Macht er auch gut. Aber dafür will er Platz haben. So, den stellen wir jetzt einfach mal erstmal hier hin. Den Anhänger. Hofeinfahrt muss ich noch machen. Und jetzt nehmen wir uns die Anhänger und machen das gleiche nochmal. Im Prinzip, dass wir sagen, wir testen. Dafür gehen wir hier drauf. Die Ordner habe ich noch nicht erstellt, deswegen sieht es auch noch ein bisschen chaotisch aus. Und sagen, ja, er soll mal zu die Gewächshäuser fahren. Mal schauen, wie er es macht. Mit so einem Doppelanhänger oder Roadtrain ist es immer ein bisschen schwieriger. Da sehen wir auch, er macht's. Sieht zwar nicht schön aus, aber er macht das. Vielleicht, dass wir da uns daran nochmal ransetzen und schauen, dass wir die Karte ordentlich hinkriegen. Ja, von der Seite aus habe ich keine Einfahrt zu den Gewächshäusern gemacht. Mal schauen, wie er es jetzt klärt. Aber er hat auf jeden Fall eine Strecke gefunden. Dauert 4 Minuten. Die lassen wir jetzt einfach mal auch fahren. Währenddessen ist unser LKW am Shop angekommen, unser erster Test-LKW. Und hat er super gemacht, würde ich sagen. Wir sagen jetzt, um den Test richtig abzuschließen, Hof und lassen ihn wieder fahren. Autodrive kann noch viel, viel mehr. Was dann in der Ernte auch erleichtert, kann man zum Beispiel auch sagen, so ein Doppeldrop-Anhänger zum Beispiel, oder LKW, soll ein Häcksler abladen oder ein Mähdrescher. Dann fährt er zum Feld, die Felder muss man natürlich vorher einfahren, muss sagen, wo die Felder sind und sobald der Mähdrescher zum Beispiel voll ist, gut, hier fehlt die T-Kreuzung, muss ich noch machen. Sobald der voll ist, ruft der Mähdrescher den. Und wenn man gesagt hat,
Uhr abladen soll, lädt er auch ab. Das ist super genial, wenn dann später auch noch Crossplay rauskommt, wo ja die Entwickler schon am Arbeiten sind, dann kann man vieles automatisiert laufen lassen und braucht im Prinzip nur noch schauen, dass man kein Feld vergisst, dass alles läuft, dass die Arbeit richtig gemacht wird. So, hier haben wir ein Problem, so wie es aussieht. Da mache ich es meistens dann so, dass ich einmal Autodrive beende und wieder anschalte. Aber... Ah! Gut. Die roten Kreuze sind da. Da ist das Map-Ende. Er ist ins Map-Ende reingefahren. Ja, liegt daran, dass ich halt gesagt habe, er soll die Kartenpunkte nehmen, die er findet. Oder die Verkehrsdaten besser gesagt. Und mir darüber keinen Kopf gemacht habe. Gut, das Schild ist weg. Jetzt starten wir es einfach wieder. 7 Minuten. Yuppie-yo. Der andere fährt hier. Fährt auch schön langsam. Man muss natürlich immer schauen, gerade bei Mod-LKWs, dass Autodrive keine Probleme damit die hat. Kommt ab und zu mal vor, dass manche LKWs nicht funktionieren. Alles gut, kann passieren. Es ist halt selber nur ein Mod und nicht von den Entwicklern. Beziehungsweise, was heißt eigentlich nur ein Mod? Es ist der Mod, der im 19er das Leben massiv erleichtert hat. Mit Curseplay zusammen. Und Simple IC. Ich hoffe, dass es auch noch rauskommt. Ich eine T-Kreuzung gemacht, aber die hat er anscheinend nicht erkannt, beziehungsweise irgendwo ist da noch ein Fehler. Er verlangsamt jetzt, ist richtig, weil er sieht schon im Voraus, dass eine scharfe Kurve kommt. Die habe ich auch mit Absicht so scharf gemacht. Da kommt übrigens unser anderer Anhänger, der zu die Gewächshäuser fährt. Deswegen stellen wir den einfach mal jetzt auch hier hin. Okay, du fährst jetzt auch da lang. Gut, dann können wir den fahren lassen. Gut, und da wir jetzt natürlich abgebrochen hatten, hat er die Kurve nicht richtig genommen. Sagt es leider auch nicht, dass er einen Fehler hat. Aber... Jetzt erkennt er die Kollision, dass er halt da dicht an den Plattenzaun dran steht. Und da ist er wieder auf dem Hof. So, der sollte ja zu die Gewächshäuser. Werden wir mal kurz unterbrechen. Das Einfahren der ganzen Strecken ist immer das Aufwendigste und langwierigste, was es diesbezüglich gibt. Aber wenn man erstmal die Strecken hat, erspart es sehr viel Zeit. Deswegen nutze ich es halt auch so gerne. Ja, wir fahren jetzt aber erstmal die Strecke ab. Dieses Punktechaos ist gewöhnungsbedürftig,
wenn man den Editor-Modus anhat. Aber ja, wenn man viel zu machen hat oder wenn man unterwegs ist im Prinzip auf der Karte, dann hat man in der Regel ja keinen Editor-Modus an. Ich werde das einmal anschalten, wieder aus. Verbinden und verbinden ist jetzt keine schöne Kurve, bin ich ehrlich. Aber wenn ich jetzt rückwärts fahre, da bis AutoDrive den nächsten Punkt erkannt hat, sollte er in der Regel, na, hat er nicht, schade, sollte, eigentlich hätte er jetzt schon das erkennen müssen, dass die Route geändert werden kann. Ich fahre heute wieder wie der letzte Henker. Aber dann machen wir es halt anders. Stellen wir ihn hier hinten hin. So. Und sagen, starten. Er hat die richtige Linie erkannt, auf jeden Fall. Will aber nicht da abbiegen. Gut. Oder nicht gut. Aber wir machen jetzt mal noch was anderes. Wir machen mal Querverbindungen rein, damit AutoDrive auch die Straßen kreuzen kann. So. Das gleiche machen wir hier auch. Damit halt nichts passiert, so wie eben gerade, dass es einfach nicht passieren kann. Dann schauen wir uns mal die Kreuzung hier vorne an. Ist soweit korrekt. Wenn das mal zu unübersichtlich ist, gerade wenn die über den Traktor oder über den LKW sind, kann es gerne unübersichtlich werden. Dann einfach auf den Boden legen und nochmal neu anmachen. Dann sieht man schon besser die Linien. Man sieht auch, wo welche Linie hinführt. Fürs Einfahren, bin ich ehrlich, mag ich lieber die hohen Linien. Aber wir werden jetzt trotzdem aber mal sagen, zum Gewächshaus. Jetzt hat er erkannt, dass wir hier abbiegen sollen. Er blinkt falsch. So. Stopp. Zum Hof. Wird jetzt wieder eine längere Fahrt. Jetzt kann es natürlich Probleme geben, weil ich halt mit dem Tankanhänger alles eingefahren bin und nicht mit dem Doppeldrop. Normalerweise fährt der ja auch hier nicht lang. Hier sieht man schon, er hat eine Kollision erkannt, deswegen fährt er auch langsamer.
Aber macht das alles ohne Probleme. Bis hierhin. Hier motzt er jetzt rum. Das ist jetzt genau das Thema, was ich vorhin gesagt habe. Man muss aufpassen damit, wenn man Kollision anhat oder die Kollisionserkennung, hier der richtige Wert drin steht. Muss man immer ein bisschen austesten. Jetzt habe ich ein bisschen höher gemacht. Hat er wieder eine Kollision erkannt. Man muss sich ein bisschen austesten. Einfach. So, jetzt funktioniert es wieder. Hier haben wir noch den Punkt, den werden wir jetzt aber auch schnell noch machen, damit er ja nur nach rechts abbiegen darf, wenn er aus dem Hof rauskommt. So, dafür starten wir hier die Aufzeichnung. Und fahren einfach eine schöne, ruhige Kurve. Gerne auch ein bisschen ausholen. So. Das lassen wir jetzt mal so. Fahren wieder ein Stück zurück. Den Punkt ziehen wir ein bisschen. Beziehungsweise schauen mal. So, die anderen Punkte löschen wir gleich. Jetzt haben wir im Prinzip gleich eine Ausfahrt gemacht, die hinten noch nicht verbunden ist. Dazu werden wir jetzt einfach mal den Truck zur Seite fahren. Ist immer ein bisschen chaotisch beim Einfahren, aber der Weg ist das Ziel. Und verbinden jetzt im Prinzip noch hier unten den Punkt mit den. Ziehen den schön, dass es eine schöne Kurve wird. Machen hier auch nochmal, dass er rüberfahren kann. Von hier darf er auch gerne nach da drüben fahren. Und schon ist das geklärt. Als nächstes fahren wir jetzt noch die Tankstelle ein. Die machen wir auch mit den großen Anhänger. Wir fahren erstmal die Standard-Tankstelle ein, damit die nicht immer auf dem Hof tanken müssen. Bin ich gerade nur am Überlegen, wie wir das am sinnvollsten praktizieren, weil der ja ein Double Drop ist. Double Drop Anhänger hat. Dazu lege ich mir aber auch mal wieder die Punkte. Wie gesagt, beim Einfahren, ich finde es viel besser nach oben. Und dann machen wir ein Stück vor. Die hintere Einfahrt ist doch größer als die vordere hier. In der Sicht gesehen. So.
machen wieder eine Nebenroute. Das heißt, Shift, linke Shift-Taste gedrückt. Nehmen jetzt allerdings die linke Maustaste. Verbinden es. Und fahren einfach eine langgezogene Kurve. Wir wollen in der Mitte rein. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen langsamer. Und jetzt sehen wir im Prinzip schon tanken. Wir setzen aber den Wegpunkt hinter dem Symbol tanken. Und zwar genau beim nächsten. Sobald der nächste erstellt ist, so. Na, eigentlich könnten wir sogar noch ein Stückchen weiterfahren. So. Sagen Tank. Stelle. So. Und fahren dann auch wieder ganz smooth raus, damit wir dort blieben auf dem weiten Weg. Ist immer ein bisschen spannend. Einfahren. So. Weiter würde ich jetzt gar nicht mehr fahren. Machen die Aufzeichnung aus. Und verbinden den letzten Punkt miteinander. Somit haben wir im Prinzip schon aus einer Richtung die Tankstelle angefahren, dass die auch ordentlich verwendet werden kann. Und aus der anderen Richtung ist es im Prinzip nichts anderes. Außer, dass wir ja schon Teile der Tankstelle haben eingefahren, die wir auch nutzen werden. Da starten wir im Prinzip auch, hier würde ich hier die Aufzeichnung starten. Auch relativ weit links angefahren. Wieder linke Shift-Taste gedrückt, linke Maustaste. Einmal verbinden. Und dann wird ganz normal und smooth auf die Tankstelle raufgefahren. Auch gerne mit wieder einem kleinen Schlenker zu weit nach rechts. Und verbinden. Damit haben wir im Prinzip die Tankstelle in der Einfahrt eingefahren. Machen die Aufzeichnung jetzt aus. Weil die Ausfahrt brauchen wir ja auch noch. Fahren wir zur Ausfahrt, versuchen das Fahrzeug relativ gut zu positionieren. So. Machen wieder linke Shift-Taste gedrückt und linke Maustaste auf Record. Verbinden den Startpunkt und fahren einen weiten Bogen, dadurch, dass wir ja Double Drop haben. Gucken wir nach hinten. Und es wurde eng, aber es ist machbar. Da bin ich jetzt ein bisschen faul, weiter fahre ich nicht. Wieder verbunden. Und hier kann man im Prinzip auch sagen, ich habe jetzt von diesem Punkt hier die linke Spur und die rechte Spur angefahren, damit er ordentlich rauskommt. Das ist eigentlich schon alles. Damit er dann hier auch gleich von der Tankstelle aus zum Hof fahren kann, wenn wir zum Beispiel sagen, wir fahren Feldfrüchte vom Feld ab, laden den Drescher ab, damit er es ordentlich machen kann. So, hier wird es ein
ein bisschen schwieriger. Da bin ich auch noch am überlegen, ob wie ich das hier am besten mache bezüglich der Doppeltrop. Weil die werden später die Standardfahrzeuge einfach Standardanhänger sein, wenn ich ein Feld einfahre. Wir sehen, der andere LKW hat den Weg gefunden. Ja. Dann werden wir mal hier noch einen Weg einfahren. Einfach damit im Hof die Fahrzeuge gut sich bewegen können. Nichts ist schlimmer, als dass im Hof eine Route fehlt. Weil der ist im Prinzip ja unser Herzstück. Das reicht schon. Im Prinzip, es ist egal, mit welchem Fahrzeug ihr es macht. Ihr solltet halt nur dran denken, ein Fahrzeug zu nehmen, was ihr relativ oft verwenden werdet. Jetzt mache ich hier noch einmal eine Verbindung von dort drüben nach hier. So. Damit ist die Kreuzung im Prinzip nahezu komplett angebunden. Und das rudimentäre Straßennetz steht im Prinzip schon. So. Sagen wir aber mal, er soll zum Shop fahren. Sagt mal, wie eure Weihnachtsfeiertage so bis jetzt, oder ja, wie die bis jetzt gelaufen sind. Habt ihr entspannt mit der Familie gefeiert oder alleine? Weihnachten ist ja immer so ein bisschen Familienzeit. Oder war die geliebte Schwiegermama da und ihr konntet euch nicht davor retten, abzuhauen? Ihr macht alles so wunderbar. So, und jetzt soll er doch mal zum Hof fahren. Nochmal, 1 Minute 25, hat also auch die kürzeste Strecke gefunden. Ist so einfach eigentlich, wenn man Autodrive richtig kann und nutzt. Das ist im Prinzip Fleißarbeit. Mehr ist es nicht. Es ist reine Fleißarbeit. Er hat es erkannt, dass dahinter keine Kreuzung mehr kommt. Später wird es dann alles nur noch so aussehen, dass man davon gar nichts mehr sieht. Ich glaube, man sieht nur diesen kleinen Pfeil, wo er halt vorher schon die Strecke abtastet. Doch, ich glaube, das werde ich auch sogar so lassen. Dass die nur aus der einen Richtung reinfahren dürfen. Ist zwar dann vom Fahrtweg her blöd, aber shit happens. Interessiert mich nicht, ob die Fahrer länger fahren müssen. Dafür kriegen sie bei mir kostenlos Kost und Logis. Dann können sie auch mal ein bisschen was machen. So, immer dran denken, Autodrive, wenn man
genutzt hat und selber fahren möchte, ausmachen. Und dann fahren wir den Anhänger erstmal wieder zu die Gewächshäuser. Auch wenn man Autodrive nutzt, es wird immer irgendwas geben, was man selber machen muss. Von daher ist das jetzt so gar nicht schlimm, wenn man sagt, man nutzt eine Automatisierungshilfe. Hinten mit der Fläche habe ich mich noch nicht entschieden, was wir damit machen werden. Ob wir hier nur Hallen hinstellen, um Abstellflächen zu kriegen. Mal schauen. Schauen wir gerade nach unsere Gewächshäuser. Läuft soweit. Wird hier automatisch alles verkauft, sodass wir die Paletten nicht selbstständig abfahren müssen. Klar, später, wenn wir die Produktion starten, werden wir zwei, drei Gewächshäuser von den ganzen, die wir haben, je Fruchtart, so einstellen, dass wir die behalten. Und die dann auch selbstständig abfahren im Prinzip. So. Den Anhänger wollten wir verkaufen. Könnte ich jetzt auch sagen, fahrt zum Shop. Da ich das jetzt den Trigger direkt über den Shop Verkaufspunkt gelegt habe, wäre das so gar kein Problem. Und weg damit. Viel Einkauf. Und jetzt sagen wir einfach wieder, fahr zum Hof, stell dich in den Stau. Gut ist. Währenddessen werden wir mal schauen, was es als Gebrauchtwagen gibt. Aber da ist nichts dabei, was wir aktuell benötigen. Das Schöne ist, wenn man dann später mehr Fahrzeuge unterwegs hat, man erkennt immer gleich durch die Warnblinker, dass sie durch Autodrive gefahren werden. Und auch hier, er bremst ab, er fährt gleich mit Sicherheit rüber, genau. Und fährt auch entspannt. Das ist noch so eine Sache. Früher konnte man immer, wenn man die Maus aktiviert hatte, auf die Fahrzeuge klicken. Und die dann durchwechseln. Geht aktuell anscheinend noch nicht. Ah, wir hatten den Autodrive beendet. Deswegen ist er auch nicht bis zum letzten Zielpunkt vorgefahren. Ich werde jetzt aber auch sagen, der soll... Oder wir werden die Anhänger mal hier reinstellen. Erstmal um die... Oder brauchen wir ja eigentlich gar nicht. An unseren Gewächshäusern haben wir ja dahinter diese Stellfläche, die wir dafür erstmal nutzen wollten. Gar nicht dran gedacht. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz auf dem Hof. Da kommt
bestimmt auch später definitiv noch eine große Halle hin, damit wir unsere Anhänger alle richtig abstellen können. So. Jetzt werden wir noch etwas machen. Wie gesagt, heute ist ein Weihnachtsspezial, da wird so viel gemacht, wie nur geht. Und die Folge wird auch definitiv nicht unter einer Stunde laufen. Einfach als kleines Dankeschön an meine Abonnenten. Und gerade jetzt, wo es interessant wird, dank Autodrive, kann man das ruhig mal machen. So. Wir wollen jetzt im Prinzip sagen, er soll das Fahrzeug automatisch parken. Funktioniert mit Autodrive sehr gut, wenn man, wie gesagt, Platz lässt. Dazu werde ich mir den Wegpunkt hier nehmen, schon ein bisschen schräg mich da vorstellen. Kann ich als Hauptstrecke einfahren. Lenke ein. So. Noch ein Stück vor, so, ja. Und jetzt fahre ich einfach nur zurück. Er erkennt oder setzt die Punkte hinter dem Fahrzeug. So. Weiter zurück brauchen wir gar nicht. Ich beende die Einfahrt. Werde jetzt selbstständig noch ein Stück zurückfahren, so dass wir einen Punkt bekommen, wo er drinne steht. Sage Zielpunkt P Parkplatz Mac Ether. Könnte sein, dass er jetzt falsch geschrieben ist. MH für Mario Hirschfeld. Damit ist dieser Truck direkt gemeint. Und wir haben den Editiermodus fertig. Wählen den Parkplatz aus. Und eigentlich sollte mit dem Parkplatz zugewiesen. Genau, Steuerung. Und linke Steuerung links und rechts Maustaster ist er zugewiesen, der Parkplatz. Stecken wir jetzt nochmal aus ein. Schade, steht nicht da. Der hat auch nirgendwo den Namen zu stehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Einzige, jetzt haben wir ihn reinfahren lassen. Wir wollen ihn aber auch wieder rausfahren lassen. Wir haben ja noch den Editiermodus an. Dazu starten wir ihn wieder. Und fahren einfach etwas vor. Und dann mache ich es gerne, dass ich gleich an die Hauptstrecke anbinde. So, das war's schon. Mehr braucht man nicht machen. Jetzt sage ich linke Maustaste auf P. Er wählt automatisch diesen Parkplatz aus. Wir schauen einfach mal, was er jetzt macht.
kann man mit jedem Anbaugerät machen, man kann das mit jedem Traktor, LKW oder sonst irgendwas machen, auch mit dem Mähdrescher. Es funktioniert mit allen. Normalerweise, wir setzen uns jetzt auch mal rein, nehmen den Editiermodus raus, sodass wir wirklich schön alles sehen können. Frei ist der Weg. Ich mache nichts, es macht alles Autodrive gerade. Er tastet sich ran. Hat die Route gefunden. Die Frau kann meckern. Das war auf der Wiese ein bisschen gefahren sind. Er fährt zurück. Da haben wir genug Platz. Dort auf der anderen Seite sieht es auch gut aus. Das sollte eigentlich nicht passieren. Gut. Deswegen heißt es immer testen. Dazu werden wir es wird mit Sicherheit an dem Punkt hier liegen. War, dass wir einfach nicht weit genug nach hinten gefahren sind. Dann fahren wir einfach mal bis hinten an den letzten ran. So. Machen jetzt aber erstmal Folgendes, dass wir schauen, wie der richtig geschrieben wird. Anthem. McAnthem. Okay. Also, park nochmal, Parkplatz. Mac Anthem MH für Mario Hirschfeld. Okay. Steuerung links und rechte Maustaste drauf. Haben wir den Shop als Parkplatz, weil wir es nicht ausgewählt hatten. Und nochmal. So. Fertig. Angekommen und jetzt werden wir im Prinzip sagen einmal Shop, schauen, ob er den Weg richtig erkennt. Er greift die Strecke ab. Hat ja gut, jetzt habe ich natürlich nicht richtig eingeparkt. Muss man auch dazu sagen. Eigentlich müsste er auch sagen, wenn ich jetzt sage, was soll denn das jetzt? So, also jetzt einmal parken. Das werden wir noch mal schauen. Oh, die Musik ist auch zu Ende gegangen. Das heißt, so gute 10 Minuten werden wir noch machen. Diesmal ohne Musik. Und dann soll es das für das Weihnachtsspezial auch gewesen sein. Ein bisschen anders als ich mir gedacht hatte, doch sehr viel Autodrive drinne. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wunderbar, wie er das Auto erkannt hat, muss ich wirklich sagen.
Das ist gar nicht mal so schlimm, wenn er langsam vorfährt. Und so weit fahren wir auch gar nicht rauf auf die Wiese. Braucht sich die Frau gar nicht beschweren. Einfach nur genial aus, wenn man so sieht, wie er es macht, ist noch nicht ganz richtig, aber das werden wir hinbekommen. Da machen wir jetzt einfach Folgendes: Warum ich da nicht schon früher drauf gekommen bin, keine Ahnung, aber wir werden die letzten zwei Punkte löschen. Greifen uns den Parkplatz und ziehen den einfach noch ein Stück zurück. Damit haben wir ja im Prinzip das, was wir wollten, damit unser LKW ordentlich drinne steht. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja. Kann natürlich sein, dadurch, dass ich jetzt alle so ein bisschen verschoben habe. Ist angekommen. Ja, ist okay. Beenden. Ich werde auch später definitiv hier um die Wiese noch einen Zaun ziehen, damit sowas hier nicht gemacht werden kann. So wenig wie möglich Möglichkeiten geben, Chaos zu produzieren. Das ist eigentlich das, was wichtig ist und was auch mein Ziel ist, auch dadurch Autodrive, weil Autodrive macht nur das, was der Mensch ihnen sagt. Manchmal verschluckt sich Autodrive, ja, aber dieser Verschlucker ist in der Regel durch den Menschen produziert. Das wunderbar. Ich bin zufrieden. Wir sind nahezu in der Halle drinne. Immer noch ein Stückchen zu weit vorne, aber guckt mal, wie viel Platz wir hier hinten haben. Einfach ein Stück nach hinten gezogen. Auch gerne etwas länger. Und fertig. Rausfahren kann er, ist kein Thema. So. Muss ich nur mal schauen, dass ich ihn gewendet kriege. Den Anthem. Und ein letztes Mal, jetzt sollte es funktionieren. Und es wird definitiv funktionieren. Da werden wir jetzt auch mal aussteigen. Das ist ja das Schöne. Autoteuf kann das alles alleine machen. Wir werden uns hier hinstellen und einfach mal beobachten. Einfach mal genießen. Ist ja zu Weihnachten eh so ein bisschen, dass man die Zeit genießen soll mit der Familie, mit Freunden, Bekannten oder wen auch immer. Genießen, wie die Arbeit gemacht wird.
und man einfach nur daneben steht und lächelt und sagt, er parkt richtig ein. Hinten noch mega viel Platz. Bombe. Einfach nur Bombe. So soll es sein. Das kann man jetzt mit alle Fahrzeuge machen. Werde ich auch nach und nach noch machen. Da braucht ihr aber nicht dabei sein. Ansonsten wird es definitiv zu langweilig. Und dann geht es darum, im Prinzip die Silos einzufahren, die Viehställe einzufahren, mal nach Leonie, Tom und Ben zu gucken, mal zu schauen, dass alles dort eingefahren ist, dass man im Prinzip sagen kann, man möchte über Autodrive die Stelle bewirtschaften, dass man im Prinzip hier nur ranfahren muss und automatisch alles abgeladen wird. Das kann man ja alles machen. Das wird aber alles das nächste Thema sein. Auch Schweine werden dann später ein Thema sein, wo ich mich drum kümmern werde. Aber halt mit Autodrive ist alles viel, viel entspannter. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Schauen dieses Weihnachtsspezial. Wünsche euch noch wunderschöne Weihnachtsfeiertage, je nachdem wann ihr mich angeschaut habt, dieses Video. Einen wunderschönen guten Rutsch. Es wird am Sonntag ein normales Video wiedergeben. Es wird heute oder morgen, lasst euch überraschen, noch ein Weihnachtsspezial geben mit Forza Horizon 5. Auch etwas länger. Lasst euch einfach überraschen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Abonniert mich und ich bin raus. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis dann und tschüss.